Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal das Thema Flechtfrisuren. Tut mir leid, wenn das alles ein wenig unprofessionell wirkt, aber leider habe ich im Moment sehr viel Stress, was Uni und Arbeit und all angeht. Und ich habe leider kein Stativ im Moment wegen der Uni. Ich habe es einer Freundin ausgeliehen, weil wir gerade an ein paar coole Clips für einen bestimmten Kurs arbeiten. Ja, und sie nimmt gerade selber was auf, deswegen habe ich heute kein Stativ und arbeite mit dem hier. Aber das würde euch wahrscheinlich nicht interessieren, wenn ihr nur da seid für das Tutorial. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt einmal an und los geht's. Also ich würde sagen, wir fangen direkt einmal mit einem ganz einfachen Zopf an. Nämlich einfach so ein ganz frontaler, der hinten auf dem Rücken liegt. Und dafür fange ich immer zuallererst mit einem Strich an. So, und dann mache ich zwei Schrägen. Da könnt ihr selber entscheiden, wie breit ihr die macht, weil genau so breit wird der Zopf. Das heißt, wenn ihr einen breiten Zopf wollt, müsst ihr natürlich das hier oben breiter machen und hier unten. Und wenn ihr einen schmaleren wollt, muss das natürlich schmaler. Ich würde aber trotzdem empfehlen, immer hier oben den Zopf breiter zu machen als hier unten, weil die Haare natürlich auch etwas dünner werden nach unten hin und das so einfach etwas realistischer aussieht, als wenn das alles exakt gleich breit ist. Jetzt mache ich weiter mit Ovale, die ich wie folgt anrichte. Einmal so. Versuche immer an einer Seite zu bleiben, also immer zwischen zwei Linien. Und jetzt mache ich hier einen weiteren Oval, aber den zeichne ich so, dass er unter diesem hier liegt und auch diesen Strich hier streift. Jetzt wiederhole ich das hier unten und hier auch wieder. Er soll den und den Kreis am besten berühren, aber er soll sie nicht überschneiden. Ihr könnt letztendlich natürlich auch hier zuerst alle Ovale so runterzeichnen und danach die hier alle, aber mir persönlich ist aufgefallen, dass es besser funktioniert, wenn man die wirklich abwechselnd zeichnet. Aber da musst du selber gucken, was dir am besten liegt, weil das ist von Person zu Person anders. Und wenn du schön innerhalb der Linien bleibst, also du darfst das natürlich ein bisschen überschreiten, also das ist kein festes Maß, das ist nur eine Hilfslinie. Aber wie gesagt, wenn du dann schön in den Linien bleibst oder die Linien verfolgst, so, dann wirst du auch sehen, dass diese Kreise immer kleiner werden. Genau, winkel die Kreise so ein bisschen an. Also mach nicht solche Kreise, Ovale natürlich, also nicht solche Kreise, sondern schon Ovale. Diese Mittelachse, leg sie so ein bisschen schräg. So ungefähr. Seht ihr, da sind immer diese schrägen Mittelachsen an beiden Seiten. So. Hab auch keine Angst davor, dass die Ovale nicht so schön gelegen, weil die wirst du am Ende eh wegradieren, die sieht man nicht. Das sind wirklich nur Hilfsformen, die wird man am Ende alle gar nicht mehr sehen. So, und dann ganz bis unten. Dann nehme ich mein Knetradiergummi und mache daraus ein Würstchen. Und dann gehe ich einmal über das ganze Bild. Hab keine Angst davor, dass die Hilfslinien verschwinden. Die brauchst du jetzt eh nicht mehr. Sorg nur dafür, dass die Kreise noch so ein bisschen zu sehen sind. Also die wirst du jetzt am Ende brauchen, die Hilfslinien nicht mehr. Übrigens, ich benutze für die Vorzeichnung gerade einen F-Bleistift. Ich vergesse das so oft zu sagen, welche Bleistifte ich benutze. Zeichnen gerade und gleich für das Ausmalen benutze ich einen 2B-Bleistift. Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Letztendlich wäre einfach ein harter Bleistift für die Vorzeichnung am besten, einfach weil die was heller sind. Also Stifte wie H, HB, F, vielleicht sogar noch B, aber da würde ich eher darauf verzichten, wenn man kann. Und für die Zeichnung selbst, da benutze ich einen etwas weicheren. Also da würde ich sagen, für 2B, vielleicht noch ein bisschen weicher, aber so B und 2B sind eigentlich so die Norm. Das radiere ich auch mal weg. Hier ist ein bisschen. So, jetzt kommt der etwas kompliziertere Teil. Jetzt müssen wir daraus nämlich Strähnen machen. Und da fange ich immer hier oben an. Nicht bedenken, das kommt von einem Kopf. Das heißt, es kommt hier erstmal von außen und verläuft dann hier in so einer Art S-Kurve nach innen. Bis hier ungefähr, dort, wo das nächste Oval seine Mitte findet. Und dann nimmt man hier diesen Punkt und zieht wieder über diesen Oval weiter. Und hier lässt man das auslaufen. Das gleiche machen wir nochmal hier. Das kommt hier in diesem Fall vom Kopf, läuft hier unter dem Oval durch, bis ungefähr der Hälfte von dem nächsten Kreis. Und dann kannst du das wiederholen. Und darunter kannst du einfach immer das gleiche Prinzip weiter fortführen. So. Ungefähr so. Jetzt kommt hier unten natürlich euer Haargummi. Zeichnen. Das Ende vom Zopf. Wenn du damit zufrieden bist, kannst du dir nochmal dein Knetradiergummi schnappen oder einfach ein Radiergummi. Und das hältst du jetzt schon wieder auf. Weil das ist letztendlich eine zweite Schicht der Vorzeichnungen, weil eine realistische Zeichnung letztendlich keine Outlines hat. So sieht es jetzt aus. Und jetzt schnappe ich mir meinen 2B-Bleistift, den spitze ich aber zuerst einmal. Denn hier wirklich, wenn ihr Haare zeichnet,
arbeitet mit super spitzen Bleistiften, weil natürlich sieht das dann umso realistischer aus, wenn ihr auch sehr feine Härchen habt. Also, um das einmal knapp zu erklären, zeichne ich hier so ein Bündel. Und ihr müsst bedenken, das hier verschwindet. Also das hier geht nach innen. Und jetzt mal abgesehen von dem Bündel hier oben, verschwindet das hier auch nach hinten. Das verschwindet auch nach hinten. Und das heißt, der Bereich liegt im Schatten und der Bereich liegt im Schatten. Und weil, jetzt auch wieder abgesehen von dem hier, da drüber auch ein so ein Hügelchen liegt, ich weiß leider nicht, wie man die Teile exakt nennt, fällt von hier auch ein Schatten hier hin. Und weil hier unten sich das von dem Lichtpunkt wegdreht, kommt hier auch ein kleiner Schatten, aber der ist eigentlich ziemlich unscheinbar. Und hier kommt Licht. Also hier, wenn man hier eine Sonne hat, dann trifft auf diese Stelle das Licht, hier in der Mitte, und hier am Ende und auf. Und das bei jedem einzelnen Knubbelchen hier. Licht und Schatten stellen wir natürlich dar, indem wir bestimmte Stellen dunkler und bestimmte Stellen heller gestalten. Und ich persönlich mache das so am liebsten. Ich mache nochmal so ein Knäulchen. Ich setze meinen Stift dort an, wo es am dunkelsten ist. Hier in diesem Beispiel, also jetzt hier und hier an diesen Punkten. Ich drücke relativ fest auf und dann mache ich so aus dem Handgelenk ganz locker raus so ein paar Linien. Die müssen nicht gleich lang sein, die sollten sogar nicht gleich lang sein. Und die sollten ungefähr bei einem Drittel aufhören. Ungefähr so. Hier ziehe ich die Striche auch nur ungefähr bis zu einem Drittel und dann höre ich auf. Und dann fange ich an, die Haare ein bisschen mehr Dimension zu geben, indem ich manche Striche durchziehe, so ungefähr. Und die Enden ein bisschen schattiere, das heißt hier, wo von oben der Schatten drauf fällt, da mache ich es ein bisschen dunkler. Hier an den Enden drücke ich auch dann ein bisschen fester auf. Hier auch. Und schließlich hier unten. Und genau dieses Verfahren wiederhole ich jetzt an jedem einzelnen dieser Knäuelchen. Außer hier oben, das machen wir gleich. Also ich fange jetzt hier einfach an. Indem du nicht alle Härchen hier durchziehst, sorgst du dafür, dass es mehr danach aussieht, als würde hier in der Mitte Licht aufs Haar fallen. Als würde das eine Lichtreflexion sein. Viele Leute, die machen das auch so, dass sie das einmal wirklich komplett mit Härchen durchziehen und sich dann ein Radiergummi nehmen und dann alles wieder wegradieren. Aber ich persönlich finde, dass es dann am Ende so ein bisschen verschmiert aussieht und nicht so ja, schön, wie wenn man einfach mit Weglassen arbeitet. So, jetzt füge ich noch so ein paar Kontrast. Dafür könnt ihr auch gerne einen weicheren das ganz simpel halten. So, und hier oben ist es dann ein bisschen anders, weil hier verschwindet es natürlich nirgendwo hin. Das heißt, wir lassen es einfach nach da auslaufen. So in die Haare rein. Wahrscheinlich werdet ihr dann den ganzen Kopf mit dazu zeichnen. Da könnt ihr einfach dann hier genau diese Strähnchen dann mit dem Haar verbinden. So, das gleiche an der anderen Seite natürlich auch. Einfach so schub, auslaufen lassen. Auch hier nicht vergessen, diesen Lichtschimmer zu machen. Den mache ich hier natürlich nicht auf ein Drittel, sondern hier gucke ich einfach, dass er auf einer Höhe ist. Mit inneren Punkten. Und hier in der Mitte. Natürlich auch Haare. Und da kann man auch so ein Pflanzen. Die Härchen kann man auch zeichnen. Ungefähr ähnlich. Auch hier oben, wo es ganz dunkel sein soll, ganz viele Linien machen. Unten ganz viele und in der Mitte auslassen und dann so ein paar einzelne da reinhauen. So, und jetzt, weil Haare ja keine
festen Formen sind, wie jetzt zum Beispiel Arme oder Finger oder so, müssen wir dem natürlich so ein bisschen was ja, Lässiges geben. Und das mache ich ganz einfach, indem ich ein paar verehrte Haare hinzufüge. Gehe einfach die Form nochmal nach, aber zeichne dabei absichtlich so ein bisschen daneben. Ihr könnt auch so ein paar vereinzelte machen, die wirklich daneben hängen. Aber davon würde ich nicht zu viele machen, weil das dann ein bisschen zu gewollt aussieht. Auch hier unten natürlich, gerade hier unten eigentlich. Ist natürlich nicht notwendig, aber es macht das Haar einfach wesentlich realistischer. So ungefähr. Und genauso, genau nach dem Prinzip, mache ich wirklich jede Flechtfrisur. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite, weil wir jetzt hier zum Beispiel jemand haben, das ist hier die Schulter und die Haare, die sollen sozusagen einmal so auf dieser Schulter liegen. Also das soll jetzt der Zopf sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also hier ist das Gesicht. Und wenn das hier jetzt die Flechtfrisur ist, dann mache ich das trotzdem immer genau so. Das heißt, hier oben mache ich es breiter. Dann folge ich diese Mittellinie, die ich gemacht habe, die nach unten hin dünner wird. Das mache ich natürlich auch bei der anderen Seite. So. Und dann mache ich hier meine Ovale rein. So. Hier das Zipfelchen. Dann radiere ich das ein bisschen weg. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, es ist recht klein geworden. Das soll ja nur so ein Beispiel sein. Und dann feiere ich das genauso wieder mit diesen mandelförmigen Formen nochmal nach. So und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausmalen, weil es einfach zu klein nicht werden würde jetzt. Machen wir noch so ein paar andere Beispiele. Nämlich, wenn jetzt zum Beispiel das hier ein Kopf ist und hier die Dame jetzt die Haare hier so eingeflochten hat, ihr kennt das bestimmt, dann wird das genau wie bei diesem Prinzip und hier auch so gemacht, dass man sich einfach eine Mittellinie irgendwo hin macht, genau dort, wo der Zopf langlaufen soll. Wahrscheinlich hier nach ihrer Schulter und dann fällt das hier auf die Schulter und dann hier so runter. Und dann macht ihr die beiden Hilfslinien, folgt damit die mittlere und jetzt macht ihr auch wieder diese Formen. Und so weiter. So einfach ist das. Also so macht man das auch dann mit den anderen Zöpfen, egal wie sie liegen, einfach die Mittellinie folgen und diese kleinen Kreise hinzufügen. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Sache zeigen, bevor das Video auch schon zu Ende ist. Und zwar ist das der Fall, wenn jetzt zum Beispiel der Zopf ein bisschen verdreht ist. Also wenn er nicht wie der hier gerade ist, sondern wenn der sich so ein bisschen um die eigene Achse dreht. Das ist wahrscheinlich nicht etwas, was man so am Anfang machen möchte. Und da das so ein Anfänger-Tutorial ist, müsst ihr auch nicht unbedingt diesen Schritt befolgen. Aber für die Leute, die sich schon ein bisschen sicherer fühlen, ist es auf jeden Fall hilfreich. Und zwar zum Beispiel, wenn hier, jetzt habe ich das gezeichnet, zum Beispiel, wenn hier das Geflochtene so auf der Schulter liegen soll. Das ist die Schulter. Und hier geht's raus. Dann ist es natürlich vielleicht so, dass hier am Anfang man die Haare von der Seite sieht oder von vorne, je nachdem. Und dann dreht sich das so zur Schulter hin so, dass es dann von der Seite ist. Und da müsst ihr natürlich schon vorher so ein bisschen mitdenken und dann hier diese beiden anderen Hilfslinien dementsprechend formen. Das heißt, wenn diese Seite der Knöllchen da hinter der hier liegen soll, dann soll dementsprechend diese Hilfslinie auch hinter dieser Hilfslinie liegen. Also das ist ja immer eine Seite der Haare und das ist eine Seite der Haare. Und wenn die hier die da versteckt, muss natürlich die hier immer kleiner werden, bis sie hinter der hier verschwindet. Aber die bleibt natürlich nicht weg, sondern die kommt an irgendeinem Punkt wieder. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, die kommt hier wieder. Da. Und da ist sie dann wieder. Natürlich läuft das dann auch wieder irgendwann zusammen. Und fertig ist der Zopf. Ist jetzt ein bisschen schlecht gezeichnet, aber für das Prinzip ist das, glaube ich, ganz logisch. Ich mache es nochmal gerade. Die Mittellinie leid immer. Die Mittellinie immer zu sehen, egal wie. Und dann kann es sein, dass hier die Seite nach da geht, während die einfach da bleibt, aber auch irgendwann hier die andere Seite wieder zu Vorschein bringt. Und dann, wenn ihr dann hier diese Ovale da reinzeichnet, dann müsst ihr dann natürlich auch darauf achten, dass wenn ihr die zeichnet, dass die hinteren auch dort, wo diese Linie ist. So ungefähr. Und wenn dann nur noch das hier vorne liegt, dann liegen die hier ganz alleine.
Und wenn das dann hier wieder zu Vorschein kommt, dann tauchen die auch wieder immer so stückchenweise auf. Die ganzen Formen, die man da drum zeichnet, die sind immer die gleichen. Auch diese mandelähnlichen Formen. Und auch hier, wo es nach hinten verschwindet, sind die trotzdem zu finden. So. Seht ihr, so, die dreht sich jetzt so ein bisschen um die eigene Achse. Ich zeichne die auch hier mal ein, damit ihr sehen könnt, was ich meine. So, seht ihr, die nach hinten verschwinden. Es ist nicht so, dass die dann, ich mache es hier nochmal, die Ovale, die jetzt hier hinter verschwinden, die werden nicht einfach hier kleiner gezeichnet, sondern die brechen dort ab, einfach wo die Linie ist. Also der Oval hier, der wird genauso groß gezeichnet wie der daneben. Also der hier und der hier, die sind genau gleich groß, mit dem einzigen Unterschied, dass der dann eben halt dort aufhört, wo diese Linie ist. Also ich male hier zuerst einmal den, der oben liegt. Dann schaue ich, wie groß der geworden ist und dann passe ich den anderen daran an. Und so erzeugt man auch dieses Gefühl, dass etwas hinter etwas anderem verschwindet und nicht einfach immer kleiner wird, bis es halt am Ende weg ist. Übrigens hier, die einzeln liegen an der Seite, die werden auch einfach mit dieser Mandelform umzogen. Da ist kein Unterschied. Also es ist wirklich eigentlich immer und immer und immer und immer und immer wieder das gleiche Prinzip. Also eigentlich ganz simpel. Aber nochmal zusammengefasst, ich würde wirklich anfangen mit so einem straighten Zopf und das wiederholen und wiederholen, bis ihr das wirklich sicher drauf habt. Dann langsam anfangen mit so, vielleicht so einem Zopf, der so ein bisschen wellig auf dem Rücken liegt. Oder vielleicht, das ist so ein Mädchen, die hier so zwei Zöpfe hat, die vielleicht so einen, so Pippi Langstrumpf fallen. So Pippi Langstrumpf würde ich euch auch noch empfehlen. Und erst, wenn ihr das alles habt, fangt an mit Referenzbildern natürlich und mit den Tipps, die ich euch gegeben habe, zu schauen, wie diese Flechtfrisuren sich drehen, weil das ist wirklich nicht einfach. Also ich bemerke schon, wenn ich Menschen öfters selber rumradiere, weil es irgendwie komisch aussieht. Übrigens, bevor ich dieses Video beende, möchte ich euch nochmal auf mein Instagram hinweisen. So heiße ich. Das wird bald geändert, so Shania Bow, ich verspreche es euch. Wenn ihr Hilfe braucht bei den Flechtfrisuren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne. Es dauert vielleicht immer ein bisschen, bis ich antworte, aber irgendwann werde ich antworten. Versprochen. Ansonsten fragt in den Kommentaren. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Tutorial geholfen hat, dass ihr ein bisschen was lernen konntet. Wie gesagt, schickt mir gerne eure Fragen und für weitere Ideen habe ich auf jeden Fall auch die Kommentarsektion. Dafür ist sie da, also haut alles rein, was ihr habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Sonntag und auf Wiedersehen. Hey, hier bin ich nochmal. Ich weiß, ich habe gerade schon das Outro gedreht und für alle Leute, die noch da sind, danke, dass ihr meine Videos wirklich bis zur letzten Sekunde guckt. Und an euch direkt die Frage. Ich habe bald meine 1000 Abonnenten erreicht. Das ist noch nicht so weit, aber ich denke, dass es in 2-3 Videos dazu kommen wird. Und weil ich schon kein 100 Abonnenten-Special gedreht habe, möchte ich gerne ein 1000 Abonnenten-Special drehen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen möchte. Ich hatte überlegt, mir ein ganz großes Blatt zu kaufen und zu sagen, ich zeichne meine 1000 Abonnenten und dann so 1000 kleine Cartoon-Charaktere mache. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das 5 Monate dauern wird und ich das niemals schaffen werde, rechtzeitig. Aber wenn ihr es cool findet, dann mache ich es natürlich, aber versuche es euch hinzubekommen. Ansonsten bin ich offen für andere Ideen, also haut sie auch gerne in die Kommentare. Nochmal danke, dass ihr wirklich bis zu diesem Punkt da geblieben seid. Ihr seid die coolsten der coolsten. Und wie gesagt, auf Wiedersehen, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.